Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Paddy und Chris. Er ist Paddy, ich bin Chris. Heutiges Thema ist TTIP. Wir haben gerade das Gesetz zur Tarifeinheit gemacht und ein bisschen Diskussion über Rente. Bin mal gespannt, worüber wir jetzt hier im Anschluss noch diskutieren werden. Vielleicht über IS, keine Ahnung. Hat man ja schon lange nicht mehr. Naja, es ist auch nicht so viel Neues passiert, glaube ich. War ein bisschen was. Vorweg wieder die Infos, gerade hier bei TTIP. Ich persönlich bin nicht so in dem Thema drin, wie es vielleicht Paddy jetzt sein wird. Deshalb wird Paddy hier der Hauptreferator sein. Mein Gott, das klingt wie der Terminator. I'm going to kill you. Arnold Schwarzenegger will be with me. Wir legen keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Professionalität. Wir sind kleine Anfänger. Wer Professionalität will, sollte sowieso nicht bei YouTube gucken, sondern sich bei irgendwelchen seriösen Medien sich umschauen zu dem Thema. Nein, die Bild-Zeitung ist kein seriöses Medium. Die Welt auch nicht. Die Welt ist nämlich die Bild-Zeitung für die Vermieter. Und was habe ich denn noch? Ach ja, wir tragen das zusammen, was wir jetzt aus dem Internet ziehen. Das könnt ihr selbst alles nachschlagen, Wikipedia oder googelt es einfach. Ich glaube, ich habe alles, ne? Ja, dass unsere Meinung nicht richtig ist. Ich meine, vor allem bei TTIP ist es immer so eine Sache, weil was war bei TTIP eines gleich von Anfang? Also TTIP ist das transatlantische Freihandelsabkommen, ist ein ziemlich sperriger Titel. TTIP steht ja eigentlich für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Gut, dass wir es nur TTIP nennen. Oder TTIP, sucht es euch aus, es ist mir im Prinzip wurscht. Und ja, es stand schon von Anfang an unter einem sehr interessanten Stern, weil die Verhandlungen von diesem Freihandelsabkommen, die fanden komplett im Unbekannten statt. Also die normale Bevölkerung hat davon nichts mitbekommen, wie wir uns vielleicht alle erinnern. Die haben so gewusst, aha, da wird verhandelt, da wird verhandelt, aha. Aber was genau drin vorkommt, ja, genau das. Dann allmählich kam da mehr und mehr raus und vor allem in Deutschland, Österreich, Griechenland ist auch ein ganz großer TTIP-Gegner. Sind da immer die Zweifel immer größer geworden. In andere Länder finden das total super. Also das ist interessant, das ist in jedem Land komplett anders. Vor allem man kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt da, was weiß ich, die Linken sind komplett dafür oder komplett dagegen und dafür sind die Rechten genau das andersrum. Nein. Beispiel. In Frankreich lehnt der Front National die TTIP komplett ab. In Ungarn die Regierung vom netten Herrn Orban, die finden es ganz geil. Bei den Linken genauso. Manche Länder finden es super, manche lehnen es wieder ab, weil sind die Amerikaner und unsere Standards, Umweltstandards, Lebensmittelstandards, dazu kommen jetzt alle noch. Ja, wo wollen wir anfangen? Hast du das schon? Lass doch einfach, fangen wir mit Monsanto an. Mit Monsanto, ein netter kleiner großer Großer. Konzern, der für das genmanipulierte Saatgut bekannt ist, in Europa gefürchtet ist, weil in USA, Europa ist ja in der Hinsicht wirklich ein Weltenunterschied. In Europa strikt, da muss das markiert sein, ist das genmanipuliert? Ja, nein. Darf es angebaut werden? Ja, nein. Zum Beispiel in Österreich ist ein striktes Genverbot. Also wir sind da voll. Das wollen wir nicht haben. Und wir bleiben bei der Natur. Ja, bei den Amis, die sagen, solche Markierungen braucht man nicht, geht scheißen. Und Monsanto ist diese Regulierung in Europa mit Markierung, Verboten, was auch immer, ein massives Dorn im Auge. Und dementsprechend soll das fallen. Das bedeutet, dass unsere Lebensmittel- und Umweltstandards sich eher an die Amerikaner anpassen. Sagen die Kritiker, die Befürworter sagen genau das Gegenteil. Ja, wir haben die besseren Standards, wir haben das höhere Niveau und deswegen werden die Amis mit ihren Standards steigen. Da sage ich, ja, nette Theorie, nur ich persönlich glaube überhaupt nicht dran. Der Amerikaner wird sagen, geht scheißen. Ihr nehmt unsere Standards an, wir bestimmen hier. So wie es die Amerikaner immer tun. Gott, jetzt werde ich ziemlich viel Hate-Mail von Amerika-Freundlichen bekommen. Das kann dir Naja. passieren, aber es ist ja deine Meinung. Sie können ja ihre Meinung Richtig. gerne unter das Video drunter schreiben. Korrekt. Ich meine, Monsanto ist jetzt nur der größte Punkt, der da am meisten raussticht. Was
meiner Meinung nach viel wichtiger ist und viel, sehr viel streitbarer ist, oder eigentlich nicht streitbar, das ist für mich eigentlich ein absolutes No-Go, ist der sogenannte Investitionsschutz. Da kann ich vielleicht mal kurz was zu sagen. Paddy wird mich korrigieren bzw. ergänzen. Bei der Schiedsgerichtsbarkeit bzw. dem Investitionsschutz geht es darum, sobald TTIP in Kraft tritt, dürfen deutsche Politiker oder dürfen deutsche Gesetzgeber oder europäische Gesetzgeber nichts mehr machen, was gegen eine mögliche Investition geht. Bin ich soweit richtig? Oder was eine Investition verhindert. Als kleines Beispiel, Australien hat ein Freihandelsabkommen mit den USA abgeschlossen und danach haben die ein Gesetz irgendwie zur Bekämpfung von Rauchern gemacht. Das hat dann Philip Morris auf den Plan gerufen, also Philip Morris, der Zigarettenhersteller, Marlboro und so weiter. Und die haben Australien jetzt auf, was weiß ich, wie viel Milliarden Euro oder Dollar Schadensersatz verklagt. Vor so einem Schiedsgericht. Das ist die große Gefahr, die da projiziert wird, dass da plötzlich der amerikanische Konzern sagt, so Burschen, so schauen wir aus, das passt uns nicht, zahlen. Das ist die große Gefahr, vor der viele warnen, und ich muss sagen, dieses Schiedsgericht oder diese Schiedsgerichte sind wahrscheinlich sogar der allergrößte Streitpunkt. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch in Deutschland gesehen wird. Also bei uns ist das neben den Lebensmittelstandards, namentlich genannt das Chlorhühnchen, haben wir sicherlich alle schon mal gesehen und gehört, diesen Begriff vor allem. Also ich muss sagen, dass die Schiedsgerichtsbarkeit ist erst später aufgekommen. Viele haben sich erstmal Sorgen um das Chlorhühnchen gemacht. Ja. Das war in Deutschland lange ganz groß die Nummer 1, bis, glaube ich, die Linke, also hat die Opposition mal eine richtig gute Arbeit gemacht, auch diese Problematik mit der Schiedsgerichtsbarkeit hingewiesen hat. Und haben auch gesagt, dass, wenn das kommen sollte, ist das so eklatant im Widerspruch zu unserem Rechtsstaatssystem, ja, dass es gar nicht geht. Und weißt du, dann hat sich wirklich, da muss ich auch mal sagen, der Gabriel von der SPD, der Wirtschaftsminister, hat sich hingestellt, ja, kann ich auch nicht ändern. Ist halt so. Und jetzt sagt er aber inzwischen, wir wollen da mal nachverhandeln. Also, okay, da könnte ich jetzt sagen, dass dieser Schwenk wahrscheinlich populistische Gründe sind. Natürlich. Also ich möchte jetzt eurem großen Vorsitzenden oder auch dem dicken Vorsitzenden jetzt nicht zu nahe treten, aber ich würde mal sagen, dieser Schwenk ist rein populistischer. Natürlich. Puh, das kommt aber nicht gut an. Wie steht die CDU, CSU eigentlich? Weißt du da irgendwas dazu? Die sind eigentlich ziemlich gespalten, so wie ich sehe. Die FDP ist natürlich ganz groß dafür. Ja klar, also entschuldige, das ist normal. Das müssen die FDP-Leute auch sein, sonst kann man die Partei wirklich einstampfen. Also wie die Parteien jetzt genau dazu stehen, ich habe vorhin bei Wikipedia hatte ich gelesen, dass die CDU-CSU-Fraktion zusammen mit der SPD einen Antrag oder von den Grünen, unterstützt von den Linken, abgelehnt haben mit der zum Thema Schiedsgerichtsbarkeit. Die Begründung habe ich jetzt aber nicht gelesen. Aha. Okay. Aber die SPD an sich kann ich, also die SPD ist da ziemlich gespalten. Die sagen ja mit Vorbehalten. Die CDU ist, ja, kommt halt immer drauf an, wen du fragst. Ist ja in jeder Partei so. Also konsequent dagegen sind die Linken. Mhm. Und die Grünen sehen auf jeden Fall, glaube ich, Nachbesserungsmöglichkeiten. Und das ja, ganz viel. Ich lese es. Teilweise massiv kritisieren, lese ich hier gerade, es sind zahlreiche Gewerkschaften und NGOs und Parteien wie, du gesagt, die Linke, die Grüne, die AfD, die Piraten und die Ökologisch-Demokratische Partei und die Tierschutzpartei. Die AfD, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Steht hier, also ich kann es jetzt nur sagen, dass es hier steht bei Wikipedia, also die größte, zuverlässigste Quelle aller Zeiten, unter Widerstand aus der Zivilgesellschaft. Da steht, zahlreiche Gewerkschaften wie Verdi, Parteien wie die Linke, Bündnis 90, die Grüne, AfD, die Piratenpartei, bla 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 bla, kritisieren TTIP zum Teil massiv. Ich habe es einfach abgekürzt, weil da kommen noch ein paar andere Sachen, die... Also das hätte ich jetzt beispielsweise, ehrlich gesagt, jetzt nicht unbedingt gedacht, dass die AfD das... Ne, ich auch nicht. Weil, ich meine, klar, man sagt ja zwar, ich höre immer Rechtspopulisten, ja, aber in Wirklichkeit, große Teile der AfD sind halt auch wirkliche Wirtschaftstreiber. Da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Die AfD ist auch momentan in einem sehr kritischen Zustand, aber das ist ein anderes Thema. Richtig. Wir können vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, mit Blick auf die Zustimmung zur TTIP auf Europaebene. Ja, da sind wir nämlich so ein bisschen die Außenseiter, also wir kritischen Länder, sage ich. Richtig, denn
Ich habe jetzt hier eine Umfrage, das habe ich aus der Süddeutschen Zeitung aus dem Jahre 2015, auf vom 8. April, um genau zu sein. Also noch nicht so lang her. Genau. Da seht, dass die Deutschen in der EU mit oder sogar die Hauptkritiker sind. Denn nach der Umfrage, zumindest hier, wie es hier steht, das ist übrigens das Meinungsforschungsinstitut YouGov, falls ihr das irgendwas sagt, mir sagt das Ja, überhaupt das habe ich schon nichts. mal bei diesen auf Wikipedia-Artikel mit den Sonntagsumfragen habe ich das schon ein paar Mal gelesen. Ja, auf jeden Fall ist die Umfrage von denen. Und da sehen nur 26% der Deutschen TTIP in einem positiven Licht. Jetzt können wir mal durchgehen. 43% der Befragten sagen, das ist schlecht für das Land. 26% sind gegenteiliger Meinung. Die mehrheitliche Ablehnung stößt das Abkommen sonst nur noch in Frankreich. 30%. 51% der befragten Deutschen befürchten die Verschlechterung beim Verbraucherschutz und 6% rechnen mit einer Verbesserung. Nicht in dem Maße werden die Ängste in fünf anderen Ländern geteilt: Großbritannien, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen. Ja, gut, dass die Briten da anders ticken, das ist Die eigentlich auch wieder Franzosen sagen logisch. 37%, 18% in England sagen, dass TTIP nichts für das Land bringt. Negative Folgen für den Arbeitsmarkt der Deutschen sehen 29%, in Frankreich sind es 31%. Mehr Arbeitsplätze durch TTIP erwarten die Finnen 46%, Briten 44%, Dänen 43%. 63% der Deutschen würden sich transparentere Verhandlungen wünschen, damit liegen sie vor Frankreich 59% und Finnland 58%. Auffällig ist der hohe Anteil derjenigen, die keine Meinung dazu haben, ob TTIP insgesamt nun gut oder schlecht für ihr Land ist. Ich weiß nicht, sagen in Norwegen 2/3 der Befragten, 66%, in Großbritannien sind es 62%, in Dänemark 61%, in Deutschland sind es 30%. Das große Ding ist halt auch mit diesen Geheimverhandlungen, nenne ich es jetzt einfach mal, weil das waren sie ja auch. Und eben diesem hohen Ich weiß nicht grad, das hängt in meinen Augen, jetzt ohne dass ich das jetzt irgendwie empirisch gemessen habe, das hängt irgendwie zusammen. Klar, man hört nichts davon, dann hast du vielleicht noch Zeitungen, die davon nicht berichten. Zum Beispiel einer der allergrößten Kritiker in Österreich ist die Kronenzeitung, ist mit Abstand die größte Zeitung des Landes. Wie ist sie politisch ausgerichtet? Konservativ? Nimm die Bild her und. Also nicht ganz so schlimm wie die Bild, aber. Also es ist auch eher ein Boulevardblatt. Es ist ein Alles klar, Boulevardblatt. alles klar, dann wissen wir, worüber wir reden. Nicht ganz so schlimm wie Bild und Sun, aber. Auch nicht gut, in meinen Augen. Die waren einer der größten Kritiker. Die haben auch mit dem Chlorhuhn und TTIP und bla bla bla. Haben da ziemliche Stimmung gemacht. Gut, mit einem. Wenn du eine Zeitung in einem Land hast mit 8 Millionen Einwohnern, das eine Auflage von Millionen hat, ist, ja gut, da hast du schnell mal die Stimmungskampagne. Die Krone ist sehr mächtig in Österreich, muss ich dazu sagen. Und zum Beispiel in Österreich ist es so, dass es in der aktuellen Bundesregierung, es gibt nur einen einzigen, der wirklich offen dazu steht, für TTIP zu sein. Das ist unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Könnte man jetzt meinen, ist die ÖVP in der Hinsicht gespalten? Das Pendant zu eurer CDU-CSU? Ja, sie ist massiv gespalten. Und zwar sagt man es so, dass zum Beispiel die ÖVP in Wien will TTIP. Die ländlichen Bundesländer sind strikt dagegen, mit dem Argument, dass uns wählen die Bauern, das ist klar, die Bauern wählen CDU, sage ich. Klar. ÖVP? Und für die ist es natürlich ein massiver Einschnitt zu befürchten. Und ergo sind diese jetzt komplett dagegen. Gut, liegt auch vielleicht daran, dass wir in Burgenland in der Steiermark am Sonntag wählen. Aber das ist nicht der Hauptgrund, würde ich sagen, sondern wirklich, dass die Bauern wirklich, ja, vielleicht sogar in Existenznot geraten durch TTIP. Weil, sagen wir uns ehrlich, das Army-Produkt ist billiger. Das stimmt. Viel billiger. Und unsere Bauern werden schon subventioniert, um zu überleben. Schlicht und Richtig. ergreifend, weil es nicht mehr so viele gibt. Da Genau. hört man so, ich meine, klar, da hört man immer, ja, die Bauern werden so 80% schon subventioniert. Ja, es liegt auch immer daran, dass wir immer weniger Bauern haben. Da wird die Richtig. Menge größer. Mein Gott. Wolltest du, dass es komplett aussterben? Ich will das nicht. Das sind Subventionen, die ich vollkommen verstehe. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Man merkt schon, TTIP ist ein sehr heikles Thema. Allein schon, es gibt nicht wirklich einen europäischen Konsens, wo ich mal wieder sage,
Ganz ehrlich, wie soll das auch funktionieren? Wir sind 28 EU-Mitgliedstaaten. Wie soll es funktionieren, dass alle 28 dieselbe Meinung haben? Funktioniert nicht. Was auch mein Problem an sich ist mit EU-Eingedanke, funktioniert in meinen Augen nicht. Das ist wie das Paradebeispiel. Es gibt Länder, da sind alle komplett dafür. Es gibt Länder, da sind alle komplett dagegen. Österreich und Griechenland sind da sehr, sehr große Kritiker mit den Deutschen. Ich glaube, die Griechen und die Österreicher sind sogar die größten Kritiker. Und sonst, dann gibt es wieder Länder, die dem eher neutral gegenüberstehen. Gibt es Länder, die sind da überpositiv. Die Briten zum Beispiel. Ich glaube, auch in Rumänien befürworten alle Parteien das TTIP-Abkommen. Habe ich gelesen. In Ungarn ist wieder die Rechtsregierung dafür. Wie gesagt, die Linken dagegen. In Frankreich hasst der Front National das TTIP. Die lehnen das strikt ab. Also, man sieht schon, man kann jetzt nicht sagen, Europa ist dafür. Europa ist dagegen. Europa ist es wurscht. Das ist unmöglich zu sagen. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, dass TTIP nicht das erste Freihandelsabkommen der EU ist. Es gibt noch ein Korrekt. anderes. Das heißt, glaube ich, CETA oder CETA hieß das, glaube ich, mit Kanada. CETA war das mit Genau, das Kanada. ist das mit Kanada. Und das kanadische Verhandlungsmodell dient quasi als Blaupause für TTIP. Jo, habe ich so gehört. Habe ich auch gehört. Und ich glaube, das wurde auch, wenn man diesen Zitaten bei Wikipedia Glauben schenken darf, die natürlich auch belegt sind durch Quellen, aber dann ist immer die Frage, ist die Quelle in Ordnung? Ja, aber es wurde mal belegt. Ja, So. es wurde mal belegt und da hieß es, glaube ich, sogar von einer österreichischen Delegation, dass das durchaus als Grundlage dienen kann für TTIP. Und solange die Streitigkeiten bei TTIP noch nicht aus der Welt geschafft sind, ist es auch kontraproduktiv für CETA. Interessant ist, es reden alle nur über TTIP. Keiner redet über das mit Kanada. Ist auch interessant, ne? Ja, weil vielleicht liegt es daran, ich meine, ich möchte jetzt keine Thesen aufstellen, die wie gesagt halt und fußlos sind. Hand und fußlos, wie auch immer man das aussprechen, ist mir egal. TTIP, CETA, man möchte vielleicht die Bevölkerung nicht einfach Sag es. überfordern. Sag es böse. Darf ich es böse ausformulieren? Sag es böse. Na gut, wenn man die Bevölkerung mit TTIP und CETA gleichzeitig konfrontiert, sonst deppert zu verstehen, was jetzt der Unterschied zwischen den beiden ist. Ja, der Weil es ist Unterschied irgendwie, ist, es es ist ist nur ein komplett anderes ähnlich. Land. Es ist ein anderes Land, es ist ähnlich, aber sie würden es wahrscheinlich nicht kapieren. Das stimmt. Und vielleicht sagt man sich so, wir haben eh schon das einmal als kompletten Schlagzeilenlieferanten. Warum soll ich es jetzt auch ein zweites verwenden? Ich weiß nicht. Vielleicht auch, weil TTIP mit den Amis ist und die Amis sind wichtiger als die Kanadier. Ich weiß nicht. Könnte auch daran liegen. Vielleicht sind die Kanadier einfach sympathischer als die Amis. In meinen Augen zumindest. Ich wäre lieber Kanadier als Amerikaner. Okay, da kann man jetzt auch drüber streiten. Die haben einen schöneren Eishockeysport. Ja, Scheiß auf gut. Football, scheiß auf Baseball. Aber Das egal. stimmt. Das ist auch wieder ein anderes Thema. Richtig, das war jetzt nur eine persönliche Meinung. Aber ob und in welcher Form wird es noch abgeändert, wird über uns drüber gefahren, das wird hochinteressant. Das können wir Das Stand stimmt jetzt auf noch jeden nicht Fall. sagen. Ich kann nur sagen, dass es ziemliche Wellen schlägt und schlagen wird. Egal in welche Richtung es geht. Ja. Und ja, ich würde gern sagen, lassen wir uns überraschen, aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich will Ein eigentlich vorher Punkt, schon den wissen, was wir. da ist. Eben, ein Punkt, den wir nicht. Haben wir die Finanzmarktregulierung Nein, angesprochen? die haben wir nicht angesprochen. Bitteschön. Das war ein Punkt, den ich, weil Paddy mich fragte, wie die Deutschen dazu stehen, ich nicht wusste, hatte ich einfach mal gegoogelt. Und da hatte ich noch bei Wikipedia TTIP mal nachgeguckt und da war dann drin, dass im Zuge der Finanzkrise ja hier in Europa, auch in Deutschland, die Finanzmärkte sehr stark reguliert wurden. Das heißt, keine Highspeed-Handel mehr, keine Leerverkäufe mehr und so weiter und so fort. Das sind alles so Fachchinesisch, was ich nicht verstehe, weil ich nichts von der Börse verstehe. Und die Amerikaner sind da etwas, sagen wir mal, die sind da etwas zurückhaltender gewesen. Ja, also da hake ich jetzt kurz ein. Nach der Finanzkrise 2007 hat man
den Finanz- und Bankensektor massiv verschärft. Ich glaube, es gab zeitweise oder gibt immer noch Verbote mit riskanten Finanzprodukten. Ja. Gab es auf jeden Fall zu der Zeit, ob die heute immer noch in der Form da sind. In Deutschland gibt es die noch und es wurden, ich glaube, es, wenn sie nicht mehr existieren, dann haben sie auf jeden Fall die Haftungsregelungen sehr deutlich verschärft. Mhm. Weil, und im Laufe von TTIP soll halt wirklich, soll es zu einer Rücknahme von diesen Kontrollen und Einschränkungen. Genau, das wollen die Amerikaner nämlich, dass sie wieder zurückgenommen werden. Also ziemlich genau das, wo jetzt da wieder wir Europäer. Mhm. Immer sagen, wir möchten den Finanzmarkt stärker regulieren, also nicht wir Europäer, zum Beispiel in Österreich ist das gern mal ein Begriff, dass wir die Finanzmärkte stärker regulieren sollen, damit es nicht zu solchen riskanten Dingen kommt. Die Amis haben diese Regelungen, mhm, bis heute zum Teil noch. Die Amis sind in der Hinsicht auch wesentlich strikter als wir Europäer. Hätte ich so jetzt nicht gedacht, dass sie es doch so viel strikter sind. Mhm. Wir reden immer davon, dass wir das haben wollen, aber wenn TTIP in der Form kommt, ist es hinfällig. Richtig. Weil was bringt es dir dann, wenn wir jetzt, sagen wir jetzt mal, wir wollen regulieren. Fuck you, ihr könnt nicht, wir haben das Abkommen. Ja, und sowas halt, ne? Das sind dann so Sachen, wo man so denkt, ja. Und wir haben eine komplette Deregulierung des Finanzsektors, wir haben in der Vergangenheit häufiger gesehen, zu was das führen kann. Ja, das stimmt. Also noch so ein Punkt, also ich weiß nicht, ich möchte nicht unbedingt als der große Hater, weil es ist, gegen die USA dastehen, aber ich finde in diesem Freihandelsabkommen fast nichts, was mir zusagt. Ja, das stimmt, es ist sehr schwer, da was zu finden für Kritiker, also wenn du natürlich dann jetzt wieder die anderen fragst, die sagen, ja, das, hast mehr Arbeitsplätze, du hast, ich meine, die FDP zum Beispiel stand ja immer schon für entfesselte Finanzmärkte, die, klar, Quittung, das ist der Berechtigungsgrund. Die Quittung dafür hat sie auch dann gekriegt bei der Bundestagswahl. Aber die haben jetzt bei den letzten Wahlen wieder gewonnen. Ja, und sie sind auch wieder im Aufwind, hat man den Eindruck, weil die AfD im Bach runtergeht. Naja, das ist ein anderes Thema. Da geht's. In Konflikten steht. Das ist ein anderes Thema. Ja. Das wär's von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas groß ansprechen willst. Wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt als der große TTIP-Hater von Haus aus darstellen, aber ich finde einfach wirklich nichts, was mir da drin gefällt. Ganz im Gegenteil, wir machen die meisten Punkte wirklich massive Sorgen. Ja, also für mich ist der größte Punkt diese Schiedsgerichtsbarkeit. Ich bin kein Freund von Gentechnik, ich bin einfach kein Freund davon. Weil, ganz ehrlich, wissen wir wirklich, ob das nicht vielleicht doch in 50 also, Jahren einen wirklichen Einfluss auf uns hat? Wir wissen es heute nicht einfach. Sagen wir mal so, ich bin auch Österreicher, wir sind strikt dagegen von Haus aus. Die Frage nach der Genetik mit dem Essen ist eigentlich dadurch erledigt, wenn man weiß, dass man mit den Nahrungsmengen, die man jetzt schon produziert, die Weltbevölkerung zweimal ernähren könnte. Könnte. Daraus ergibt sich schon, dass es keinen Bedarf für Genetik gibt. Theoretisch, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin da, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, vielleicht sehe ich das ziemlich ängstlich, aber ich weiß nicht, das ist mir nicht geheuer. Es ist mir schlicht und ergreifend nicht geheuer, allein schon aufgrund der Tatsache, wir wissen ja tatsächlich, ehrlich gesagt, wirklich nicht, hat es vielleicht nicht doch irgendeinen Einfluss auf uns. Ja. In 50 Jahren wissen wir es heute. Nein, wir nehmen es nur an. Nur, naja, wenn der Mensch etwas annimmt, dass es so sein wird, kannst du mal sicher sein, dass es nicht so ist. Mhm. Weil die Wahrheit ist, dass der Mensch, der alles weiß, gar nichts weiß. Und da sind wir uns sicher. Und das haben uns schon die alten Griechen gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Richtig. Die Griechen waren nicht so doof, wie man denkt, ne? Früher mal nicht. Entschuldigung. An alle Griechen da draußen, Entschuldigung, ich zahle euch kein Uso. Den zahlt euch selber, ihr müsst zurückzahlen. Ja. Gut, das war's jetzt auch. Also, das war's mit TTIP. Ich bin ein TTIP-Kritiker, einfach weil mir da drin nichts gefällt und ich tatsächlich Sorgen habe. Auch diese Schiedsgerichte, das ist eine Verarschung. Wenn man hört, die Australien soll das nie wieder mit den USA machen wollen. Mhm. Ich meine, ich würde es nicht sagen, okay, die Australier sagen es, deswegen ist es so, aber wenn schon ein Land sagt, das würden wir nie wieder machen wollen, da würde ich zumindest mal mit Nachdenken beginnen. Ja, und auch diese Sturheit der Politiker, ich kriege ja das von dem Gabriel nicht aus dem Kopf mit den Schiedsgerichten. Ja, da können wir jetzt auch nichts dran ändern. Wo ich mir so denke, ja, dann unterschreib es doch einfach nicht.
Ja, dieses Argument, Achtung, Abschweifung, dieses Argument, wir können dagegen nichts tun, ist eine absolute Lüge. Denn in dem Moment, wo man nichts tut oder nichts dagegen tut, macht man schon was. Ja. Man lässt es passieren. Man tut also was in der Richtung. Also Richtig. dieses Argument, ein Politiker kann gegen etwas nichts tun, gibt es nicht. Er kann nur nichts dagegen tun wollen. Das ist Richtig. es. Richtig. Und ich denke, Herr Gabriel merkt jetzt auch, dass er mal langsam bei Frau Merkel irgendwie mal einen Schwachpunkt finden muss. Deshalb Ja, sonst hätte sie in 3 Jahren ein Problem. ist er wahrscheinlich jetzt in Ja, 2 Jahren. es stimmt, ihr habt zwischen 2013 gewählt. Ja, Wir ich sind stehe, ihr 17 habt. dran, wir sind 17 wieder dran mit der Wahl. Ja, wir sind 18 dran, wir haben ja 5 Jahre. Und wir haben zeitgleich gewählt. Und deshalb ist er jetzt auch so mit diesem No-Spy-Abkommen da so hinterher. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, ich bin weg, bis neulich. Tschö!